Erstens. Allgemeine politische Betrachtungen. Man kann den Weltkrieg beklagen und seine Folgen, den Zusammenbruch des Ersten Deutschen Reiches und das Dasein des Zweiten Deutschen Reiches bedauern. Man kann Mitleid mit dem deutschen Volke haben, das diese entsetzlichen Zeiten durchmachen musste. Eins ist sicher, ohne diese Notzeit wäre Deutschland nie einig geworden. Für das Volkstum war der verlorene Krieg, war das Zweite Reich, war die Misswirtschaft des Systems durchaus notwendig. Die Eiszeit schuf den Arier, den weißen, weisen Menschen des Nordens, der der Welt die Kultur bringen sollte. Sein Wahrzeichen, das siegende Sonnenrad, finden wir überall aufgepflanzt, wohin er seinen Fuß setzte. Leicht vergaß er sein Volkstum, verlernte oft auch seine Muttersprache, aber seine Kultur hat der wandernde Arier hinterlassen, wenn auch oft durch Niederrassige so entstellt, dass sie kaum noch erkennbar ist. Die Notzeit des Krieges, die schwere Zeit nachher, schuf den Deutschen. Wieder erhebt sich das Sonnenzeichen, das Hakenkreuz aus der Vergangenheit, das uralte Heilszeichen der Arier ist zum Wahrzeichen des neuen Deutschlands geworden. Nun wird der Deutsche nimmer vergessen, dass jeder Volksgenosse Blut von seinem Blute ist, dass alle Deutschen Brüder und Schwestern sind, eine große heilige Familie. Es erhebt sich die Frage, warum diese entsetzlichen Zeiten erst kommen mussten, warum nicht schon früher das Ziel erreicht worden ist, da doch Hunderte und Tausende deutsche Männer an diesem Ziel gearbeitet haben. Die Grundübel der Deutschen mussten erst besiegt, bezwungen werden, und diese Grundübel sind der Neid, das Hinhorchen auf fremde Einflüsterungen, die Eigenbrödelei. Schon einmal ging eine Schlacht verloren, weil die Alemannenführer nicht wussten, dass sie zu Fuß an die Spitze des Keils gehörten. »Herunter von den Pferden!« schrien die Gefolgsleute. Und die Römer siegten. Das ist der Neid, und man muss sich hüten, ihn zu wecken, alles vermeiden, was ihn wecken kann. Das Hinhorchen auf fremde Einflüsse ist das zweite Erbübel des Deutschen. Niemals ist vor dem Kriege und während des Krieges von fremden Generalstäben etwas mehr geschmäht worden als die alldeutsche Bewegung. Anstatt dass sich der Deutsche sagte, was mein Feind schmäht, muss für mich gut sein, stimmte er in die Schmährufe ein. Genauso war es bei Beginn der Hitlerbewegung. Das dritte aber ist die Eigenbrödelei und damit das Bestreben, sich um Kleinigkeiten gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Deutsche Streitigkeiten, sagt der Franzose, wenn er solchen Streit um Kleinigkeiten bezeichnen will. Der Deutsche sieht nie auf das gemeinsame Ziel, er sieht nur auf den Weg. Er verlangt, dass jeder den Weg geht, den er für den richtigen, für den allein Seligmachenden hält. Er vergisst, dass alle Wege an das Ziel führen müssen, wenn dieses Ziel nur so hoch gesteckt ist, dass es alles umfasst. Der Deutsche braucht einen Führer, der ihn zwingt. Der ihn zwingt, seinen Blick nur auf das Ziel und nicht auf den Weg zu richten. Der Führer muss die Macht haben, um zwingen zu können. Diese Macht kann durch zweierlei erlangt werden. Sie kann dem Führer durch Vererbung gegeben worden sein, also von außen her. Sie kann ihm vom Volke aus freier Wahl gegeben worden sein, also von innen heraus. Was von außen her kommt, kann auch von außen verändert, gemodelt, zerbrochen werden. Was sich harmonisch von innen heraus entwickelte, was ward, wird bleiben. Das Erste ist etwas vom Wesen des Materialismus. Er will von außen wirken, er muss es, denn der Stoff kann ja nicht selber schaffen. Er ist das Vergängliche, aus dem der unvergängliche Geist das ewige Neues bildet. Der Materialismus will aus den Verhältnissen heraus gute Menschen machen. Wie falsch dieser Satz ist, zeigte uns die letzte Zeit vor dem Kriege. Noch nie ging es einem Volke wohl besser als damals dem Deutschen. Unter Kaiser Wilhelm II. Galt Deutschland etwas in der Welt. Seine Flagge wehte auf allen Meeren, sein Handel blühte, seine Industrie war ohnegleichen. Der Arbeiter fand reichliche und gut bezahlte Arbeit, passte es ihm nicht an einem Orte, so machte er Schluss und ging woanders hin.
Da jeder Arbeiter pflichtbewusst war und seine Arbeit konnte, fand er bald wieder neue lohnende Arbeit. Es wird behauptet, dass damals die Löhne niedrig gewesen sind. Das ist unwahr. Sie waren den damals niedrigen Lebensmittelpreisen und Mieten, den niedrigen Steuern und Abgaben entsprechend. Nie wieder sind so große Beträge in den Sparkassen, Konsumvereinen, den Gewerkschaften, den Parteikassen angesammelt worden wie damals. Und wenn alle diese bis heute ausgehalten haben, dann ist es nur jenen Vorkriegszeiten zuzuschreiben, in denen die gesunde Basis gelegt worden ist. Geld war immer da und für jeden Zweck zu haben, es hatte jeder Geld. Die Möglichkeit, Geld zu verdienen, zog wieder materialistische Lebensauffassung und Denkart groß. Die Anbetung des Stoffes nahm Überhand. Der Arbeiter sorgte für sich selber, kümmerte sich nicht um seinen Genossen. Es war genug, wenn er einer Gewerkschaft zugehörte, seine Beiträge bezahlte, das Parteiblatt las und streikte, wenn es die Gewerkschaft wollte. Sonst lebte er, wie er wollte. In der Arbeit selbst gab er sein Bestes her. Das war seine Pflicht und Schuldigkeit, anders kannte er es nicht. Aber im Bürger, im Beamten, im Staate selber war er gelehrt worden, den Feind zu sehen. Der Bürger, liberal, im besten Falle nationalliberal gesinnt, lebte sein eigenes Leben. Der Arbeiter war ihm nicht gerade der Feind, im Gegenteil, er war ihm unangenehm, weil er die Feindschaft spürte und weil er seine Ruhe störte. Alles, was ihn in dieser Ruhe, in diesem Behagen störte, war geeignet, den Gewinn einzuschränken, aber Geld gewinnen wollte er und konnte er. Der Arbeiter war ihm gleichgültig. Den Beamten hasste er. Das Gehalt der Beamten war klein. Damals ging man von dem Standpunkt aus, dass das kleine Gehalt durch die Anwartschaft auf Pension ausgeglichen werde. Der Beamte musste sich einrichten. Er konnte nicht mitmachen, wenn der Bürger feierte. So schloss sich die Beamtenschaft ab und bildete eine Kaste für sich. War das die Lage des Volkes im Allgemeinen, so kam nun unter Kaiser Wilhelm II. Ein Besonderes hinzu. Der zunehmende Wohlstand der Unternehmer, der Geschäftsleute, veranlasste diese zu neuen Kapitalinvestitionen. Es kam im Bürgertum eine Klasse auf, die wurzellos im Volkstum durch erhöhten Prunk diese Wurzellosigkeit vergessen machen wollte. Der Adel, die Beamtenschaft wollten bei diesem Prunk mittun und wurden durch die Hofhaltung Kaiser Wilhelms II. Gezwungen mitzutun. So setzte ein Fäulnisprozess von oben ein, dem ein Gleicher von unten entsprach. Die Gegensätze der Konfession spielten um die Jahrhundertwende keine große Rolle in Deutschland. Jede der beiden Konfessionen hatte genug zu tun, um den Bestand zu wahren. An Gott zu glauben galt als überlebt, galt als rückständig. Wer nicht aus der Kirche austrat, stand ihr indifferent gegenüber. Der Arbeiter auf der einen Seite mit Hohn und Spott, der Wissenschaftler auf der anderen mit den Waffen der Gelehrsamkeit griffen die Kirche an. Es war die Zeit, wo Büchners Kraft und Stoff, wo Haeckels Welträtsel, die Bibel des Materialismus in Hunderttausenden von Exemplaren verbreitet wurden.